Meine Frau ist nicht hier, oder? Nee, die wollte auch kommen, wissen Sie, weil die, aber das ist egal, die kennen Sie ja auch gar nicht. Die ist vornehm, was denken Sie denn? Die ist aus besseren Hause, aus besseren Hinterhause, ist die. Ach, die spricht alles so schön, spricht alles so. Guten Tag, wie geht's? So albern ist die, so. Gestern bin ich ein bisschen später nach Hause gekommen, wir kamen aus unserem Gesangverein. Komme ich nach Hause, sagt meine Frau, was, du bist doch betrunken. Was macht ihr denn in den Gesangverein? Ihr sauft. Wann singt ihr denn? Ich sage, nachts, wenn wir nach Hause gehen. Sagt sie, ich habe dir doch gesagt, du sollst 2 Glas Bier trinken und Punkt 10 Uhr zu Hause sein. Ich sage, da habe ich das verwechselt. Ich habe 10 Glas Bier getrunken und bin 2 gekommen. Das war gekommen. Meiner Frau ist doch neulich ein Dachziegel auf den Kopf gefallen. Nun hatte ich in der Zeitung gelesen, dass jährlich 80 Millionen Dachziegel fabriziert werden. Und da fallen auf den Kopf 64 Stück. Da habe ich zu ihr gesagt, was willst du denn, hast du noch 63 zu kriegen? Ja. Aber wissen Sie, wir haben doch einen Papagei zu Hause, einen richtigen Papagei. Kommt meine Frau und ich sagt, Paul, säubere diesen Papagei, der soll in die Arschsalon. Na, ich habe den Papagei genommen, bin in die Küche gegangen, habe heißes Wasser gemacht, bisschen Seife mit rein und Otter und eine Berste. Und wie ich den so auf einmal ist der tot. Ich komme wieder raus, sagt meine Frau, hast du dieses Tier gesäubert? Ich sage, ja, aber der ist tot. Um Gottes Willen, was hast du gemacht? Ich sag, ich habe Jesus Wasser gemacht, ein bisschen. Das ist doch klar, also, da muss ja das Tier sterben. Ich sag, dann ist er ja gar nicht gestorben. Bloß das Ausbringen, das hat er nicht gemacht. Wie ich jetzt wegging, habe ich meiner Frau noch einen Kuss gegeben. Aber, wissen Sie, die hat so eine breite Kusche, das ist nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Die, wenn man eine, die kann eine Würstchen vor quer fressen, sonst... Diese, wenn man eine Frau hat, die so einen kleinen Mund hat, das ist schön. Das passt alles so einander so. Aber meiner Frau mit den Ding hier, wenn ich dir einen Kuss gebe, dann quatscht die rechts und links weiter. So. Nein, ich sag's mir, Paul, geh hin und hol ein halbes Pfund gebrannte Kaffeebohnen. Na, ich hau ab, aber die Kaffeebohnen, die Leute in Hause brauchen das nicht zu wissen, dass wir richtigen Kaffee. Und ich hatte hier unter der Weste. Ich komme rein, guck sie aus dem Fenster, sagt, Paul, bist du dieses? Ich sage, dem ist so. Nicht so vornehm sprechen wir, wenn wir alleine sind. Ich sag sie, bitte geh nicht durch den Garten, der ist frisch geboren. Hintenrum durch den Ziegenstall. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Ziege hatten. Na ja, die Ziege und meine Frau, das sind nur Freundinnen. Ich habe mich um die Binde gekümmert. Also ich hatte hier mein halbes Pfund Kaffeebohnen, komme in den Ziegenstall, was tut die Ziege? Stehst du mit dem Herrn vor dem Bauch direkt an die Tete ran mit den Kaffeebohnen. Und die ganzen Kaffeebohnen aus der Tete raus und alle in den Ziegenstall. Nun kann ich doch ein halbes Pfund gute gebrannte Kaffeebohnen nicht in den Ziegenstall liegen lassen. Ich habe sie einzeln wieder aufgesucht. Immer wieder nein in die Tüte. Wie ich nachher raufkam, hatten wir 2,5 Pfund. Ein kleinen Jungen haben wir auch, der ist 6 Jahre alt, der macht alles kaputt. Was der in den Pfoten kriegt, macht der kurz und klein. Der hat unser schönstes Möbelstück kaputt gemacht. Ein altes Verwandlungsmöbelstück. Haben wir noch von unserem Großvater mit den Ullam Ofel. Ja. Komm ich mal nach Hause, hat der sich aufgehängt. Ich sag, Großvater, was machst du? Ich sag, ich hänge mich auf, dass es kein Leben mehr hat. Ich sag, Mensch, du hast einen Strick im Bauch.
Den muss ich im Hals machen. Sag ich, ja, das habe ich versucht und da habe ich keine Luft gekriegt. Das sehen Sie, von dem haben wir das Möbelstück. Das Ding ist wunderbar. Das erste Bett, unten ist ein Knopf dran, drückt man auf den Knopf, dreht das Bett rum, ist der Tisch fertig. Das ist schön. Wenn wir den Tisch nicht mehr gebraucht haben, haben wir wieder auf den Knopf gedrückt, hat sich der Tisch rumgedreht und wir hatten wieder ein Bett. Ach, mit den Dingen ist es neulich etwas passiert. Also meine Frau hatte doch jetzt Geburtstag. Die ist 50 Jahre alt, meine Frau 50. Ich wollte sie umtauschen gegen 2 vor 25. Hat auch und zu ihrem Geburtstag hat sie dann Kuchen gebacken. Was denken Sie, wie die backt, wollte ich sagen. Die nimmt in eine Schüssel. Da macht die alles nein. Mehl, Knack, Eiran, ein bisschen Margarine und so und Milch und dann wärst du so mit den Pfoten drin rum. Immer wieder nein in den Ding. Ach, wir hatten alles drin, was denken Sie denn? Wir hatten alles drin. Wir hatten Rosinen drin und alles. Dann hat sie den Klumpenteig genommen, hat auf den Tisch geklitscht und hat sie so Mangelholz genommen. Aus Mangel an Holz hatten wir das Mangelholz. So gemangelt, so breiter, runder, flacher Kuchen geworden, hat sie Flammkuchen gebacken. Aus dem Flammen ist ein Kern raus, meine Frau hat sie vorher rausgemacht. Ja, die dürfen nicht drin bleiben. Meine Frau hat sie rausgemacht. Hat sie immer so eine Flamme genommen, pass auf, eine Flamme und dann so Flamme, so, drauf. Jetzt war es verkehrt, das ist egal. Dann hat sie den Kuchen genommen, hat in den Ofen reingeschoben und der Kuchen ist gegangen. Ich habe gedacht, der kommt nicht wieder. So hoch. Dann haben wir aus dem Bett den Tisch gemacht, haben wir meine Frau den Flammkuchen schön in Streifen geschnitten, keine Bohnenkappe, 20%. Und dann hat sie noch 2 Frauen aus dem Hause eingeladen. Nun saß ich mit den 3 Frauen um den Tisch rum, der früher das Bett war. Und da wollte ich mir ein Stückchen Flammkuchen wegnehmen. Ich biege mich und da komme ich doch versehentlich mit der Kniescheibe an den Knopf. Da dreht sich das Ding rum und wir lagen alle mit dem Flammkuchen im Bett.